So, heute rechnen wir mit Kongruenzen und Restklassen. Wir gehen erstmal davon aus, A ist kongruent zu B modulo M und C ist kongruent zu D modulo M. Für A, B und C und D aus den ganzen Zahlen. Dann gilt A plus C, also diese beiden hier immer, kongruent zu B plus D modulo M. Gleiche kann ich dann auch mit Minus machen. A minus C, kongruent zu B minus D modulo M. Und A mal C, kongruent zu B mal D modulo M. Zunächst einmal die Variante mit dem Satz A kongruent zu B modulo M ist gleichbedeutend mit M teilt A minus b. Dieses benutze ich dann. Je nachdem, wie Kongruenzen definiert sind, ist das entweder ein Satz oder eine Herleitung, eine Definition zunächst mal. So, versuchen wir erstmal dann die 1 zu beweisen. Wenn ich habe a kongruent zu b, Modulo M und C kongruent zu D Modulo M. Dann weiß ich, M teilt A minus B und M teilt C minus D. Jetzt gibt es zwei Varianten dafür. Einmal kann ich hier dann addieren. Das heißt also, M teilt A minus B plus C minus D. Das ist dann die Additionsregel der Teileraddition. Jetzt sortiere ich um. Das sogenannte Kommutativgesetz. M teilt A plus C minus B minus D und dann klammere ich das Minuszeichen aus, habe ich dann M teilt A plus C geklammert minus B plus D geklammert und dann wende ich wieder die Definition oder den Satz über Kongruenz an. A plus C kongruent zu B plus D Modulo M. So, wenn ich das dann ab hier dann allerdings nicht addiere, sondern subtrahiere, dann kriege ich die zweite Version hin. Das heißt also, zweitens fange ich genauso an wie eben auch. A kongruent zu B modulo M und C kongruent zu D modulo M. Dann weiß ich wieder, kann auch ruhig ein Äquivalenzzeichen hier schreiben, M teilt A minus B und M teilt C minus D. Und wenn ich dann hier die beiden voneinander abziehe, habe ich dann M teilt A minus B minus C minus D. Das sortiere ich dann ein bisschen um, nachdem ich die Klammern aufgelöst habe. M teilt A minus B minus C plus D. Jetzt Kommutativgesetz. M teilt A minus C, minus, ich klammer mal hier ein bisschen aus, B, jetzt haben wir hier ein Minus davor stehen, hier steht ein Plus vor, dann wird das hier drin Minus, Minus D. Hier kann ich dann auch mal Klammerchen vorsetzen und dann weiß ich automatisch A minus C kongruent zu B minus D modulo M. Ja, und jetzt der letzte Teil.
A mal C kongruent zu B mal D modulo M. So, hier kommt dann hin. A kongruent zu B modulo M und C kongruent zu D modulo M. Gleichbedeutend wieder mit M teilt A minus B und M teilt C minus D. Was wollen wir haben? Wir wollen hier A mal C haben. Das heißt, hier multipliziere ich mit C und hier multipliziere ich mit B, weil ja B mal D habe ich hier ja gar nicht drin. Deswegen brauche ich hier ein B und hier ein C für das vordere Glied. So, das ist dann gleichbedeutend mit, jetzt hier aufgepasst, kein Äquivalenzfall mehr, weil das ist jetzt hier Multiplikationsregel der Teilerrelation. Das heißt also, M teilt A mal C minus B mal C und M teilt B mal C minus B mal D. Dann addiere ich beide wieder. Dann habe ich dann automatisch auch wieder nur ein Folgefall. M teilt A mal C minus B mal C plus B mal C minus B mal D. Leicht kann man feststellen, die fallen gegeneinander weg. Also M teilt A mal C minus B mal D. Die bleiben nur über. Und dann weiß ich automatisch wieder nach dem Satz über Kongruenz. Weiß ich wieder nach dem Satz über Kongruenz A mal C kongruent zu B mal D modulo M. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit auch über Restklassen gesprochen. Hier, das sind ja nur entsprechende Zahlen. Wie komme ich jetzt denn entsprechend auf die Restklassen? Das ist jetzt ganz einfach. Das ist jetzt so, wenn ich hier habe A plus C kongruent zu B plus D modulo M. Dann kann ich dann genauso gut natürlich mit den Restklassen arbeiten. Das heißt also, A plus C kann ich dann schreiben als Restklasse. A plus Restklasse. Aha, okay, das lassen wir mal schön sein. Bei Restklassen kann man jetzt entsprechende Folgerungen machen. Das heißt also hier können wir sagen, wenn ich Restklasse A mit der Restklasse B zusammenzähle, dann kann ich dann hier A plus B beide Restklassen zusammenfassen. Hier, das ist also eine Mengenoperation. Und das ist hier jetzt eine, hier unten darunter ist eine Zahlenoperation. Und das hier ist dann die Restklassenbildung. Dasselbe gilt für mal, a mal, c. Ist ja dasselbe wie A mal C. Also auch hier wieder hierunter dann, dass wir hier diese Mengenoperation in diese entsprechende Zahloperation überführen können.
Und das ist kurz begründet, weil die Restklassen ja Äquivalenzrelationen sind. Wer dann natürlich einen tieferen Einstieg haben, der darf das natürlich auch gerne mal beweisen, dass wir hier das machen dürfen. Ich gebe hier an sich in dieser Stelle nur ein kleines Beispiel dafür, wenn ich ja sage, hier Restklasse 2 bezüglich Modulo 5 plus die Restklasse 4, kann ich da sagen, das ist 2 plus 4. Da kann ich dann sagen, hier kann ich jetzt rechnen, 2 plus 4 ist 6 und die Restklasse 6 ist dieselbe Restklasse wie die 1, weil ich kann ja die 5 abziehen. Und bei mal 2 mal 4 ist dann 2 mal 4. Da kommen wir dann auf 8. Und das ist dann Restklasse 3, auch wenn ich hier wieder die 5 abziehe. Die meisten begründen diese Rechenart gar nicht mal unbedingt, aber das ist tatsächlich so, dass das mit der Restklassenrechnung oben, ja, mit den entsprechenden Kongruenzrechnungen da zusammenhängt, dass man das überhaupt so machen darf. Wie gesagt, wird selten begründet, aber kann man feststellen, dass es damit zusammenhängt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag.